So, hatte ich jetzt hier noch was? Nö. Himmelsscherben, was macht man denn? Ach so, ja, da hatte ich ja eine gefunden und da kann ich irgendwo in der Gegend dann noch mehr finden. Naja. So, wie sieht's aus? Ist das schon ein Skelett? Ja, ein Skelettschütze. Na dann komm mal her. Okay. Gleich mal durchsuchen. Eisenbeinschienen. Oh. Da muss ich aber mal gucken, ob ich die gleich anlegen kann. Was ist hier? Information, neuer Gegenstand. Okay. Stufe 4. Aber ich bin ja Stufe 4. So sieht's aus. Dann habe ich jetzt die Eisenbahnschienen dran. Bin zumindest an den Beinen schon mal ein bisschen geschützter. Hallo. Huch. Das wollte ich nicht. Ich kann ich nicht untersuchen. Schade, nicht jeder Gegner hat Loot. Okay, ich muss nach links. Och, da ist ein Schmetterling. Der lässt sich hier gar nicht beeindrucken von den üblen Gesellen. Rang 2 bei schwerer Rüstung erreicht. Okay. Na gut, am Anfang geht das natürlich alles ein bisschen schneller. So, könnte ich denn jetzt hier mal... Auf der 4 ist das. Okay. Okay, das kann ich irgendwie gar nicht so richtig... Boah, ist das brutal. Ich muss echt mal so in diesen Modus hier. Sag mal, trifft der mich? Der trifft mich ja immer auch, wenn ich hinterm Baum stehe. Das ist ja doof. Oh Mann, ey. Also irgendwas mache ich noch ziemlich falsch. Letzter Treffer. Ich will natürlich gleich wieder erweckt werden. Aber der Pfeilheini, der trifft mich ja auch immer sofort. Ich kann ich auch nicht untersuchen. Was ist denn der Bogenschütze? Ach so, der sitzt da drüben. Okay, vor dem habe ich riesen Respekt. Weil ich mit dem überhaupt nicht richtig klar gekommen bin. Jetzt ist die Frage, ist der Weg besser oder der linke? Okay. Naja, so geht's irgendwie.
Aber es ist interessant, dass die dann auch wegrennen vor einem, um wieder Distanz zu gewinnen. Naja, ist klar. Weil die eben auf die Distanz angreifen wollen. So, der hat auch nichts dabei. Okay, hier muss ich dieses Ritual durchführen. Dann machen wir das doch mal. Beschwört den Drachenpriester. Und mit dem reden wir jetzt auch. Guten Tag. Abschaum! Ihr wagt es, mich herbeizurufen? Entschuldigung. Ich wollte ja nur mal so kurz nachfragen. Wie kann ich das Hügelgrab betreten? Habt ihr überhaupt eine Vorstellung davon, über wie viel Macht ich einst verfügte? Warum sollte ich euch bei irgendetwas behilflich sein? Jemand hat euren Schrein entweiht. Ja, ich kann es wahrnehmen. Irgendein Wurm hat diesen Ort geschändet. Ihr seid nun mein fleischgewordener Wille, Sterblicher. Betretet das Hügelgrab und tötet diesen Wurm. Das werde ich, aber wie komme ich denn Das rein? wisst ihr nicht. Es gab Zeiten, da kannte jeder das Ritual. Drei Runensteine öffnen die Tür. Sie werden an den vorgesehenen Positionen um den Schrein herum aufgestellt. Findet sie und platziert sie auf ihren Sockeln vor der Tür. Dann wird euch Zutritt gewährt. Geht jetzt. Okay. Ich brauche drei. Besorg den Runenstein des Adlers. Frostgratlager, okay. Besorgt den Runenstein der Schlange. Was mache ich zuerst? Ich mache erstmal das hier. Ach so, da muss ich da oben rauf wahrscheinlich. Kann ich denn mich anschleichen. Ah, das hat doch mal ganz gut funktioniert. Schlückchen der Ausdauer. Wie sieht's denn eigentlich in meinem Inventar aus? Ich könnte doch auch mal hier so Kram. Maximales Leben um 35 Minuten. Hartes Brot von vorgestern, das muss sowieso weg. Deswegen esse ich das einfach mal. Ham, ham, ham. Und dann habe ich vielleicht schon mal wieder ein bisschen eine bessere Chance. So, ich muss jetzt hier irgendwie rauf. Okay. Muss ich da hoch? Oder muss ich hier außen um den Berg rum wahrscheinlich? So, den versuche ich mal wieder so zu erwischen. Das ist ganz gut. Ah ja, hier geht die Treppe nach oben. Der ist aber auch echt gerade erst gespawnt. Rang 3 bei schwerer Rüstung erreicht. Ja, aber ich bräuchte ja auch mal überhaupt ein bisschen mehr Rüstung. Okay, Skelette sind kurzsichtig. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Okay. Ja, ich muss jetzt endlich mal lernen, mit den Spells zu Rande zu kommen.
Geht das so? Das ist zu weit weg. Okay, das klappt doch ganz gut. Und, hoch. Truhe. Aufschließen schwierig. Ach du liebe Zeit. Warum tue ich mir das nur an? Okay, das kann man in der Zeit irgendwie gar nicht so richtig schaffen. Ja. So viel dazu. Da frage ich mich jetzt, habe ich dann eigentlich den Dietrich auch verschwendet? Wahrscheinlich. So, ich probiere mal das hier. Okay, das macht mich einfach stärker, wie es aussieht. Okay. Da ist der nächste. Okay, aber wenn man zu dritt drauf einprügelt, dann geht das. Dann kriegt man ein bisschen Gold. So sieht's aus. Okay, Runenstein der Schlange. Alles nehmen. Und wir haben den ersten Stein. Okay, der ist einfach runtergesprungen. Warum nicht? Und es geht weiter. Das sieht eigentlich ganz hübsch aus. Ein idyllisches Plätzchen, nur leider... Okay. Müssen wir dann vielleicht da rein? Ist das das Hügelgrab? Das könnte ich mir doch vorstellen. So, jetzt geht's aber erstmal wieder hier nach unten. Naja, so allmählich komme ich rein. Oh, eine Eisenstreitaxt. Die möchte ich mir doch mal angucken. Die ist auch zweihändig. Stufe 4 und die macht schon mehr Damage. Ich weiß aber nicht, ob die dann auch langsamer ist. Naja, ich probiere es mal aus. Ich probiere es einfach mal aus. So, wo muss ich eigentlich hin? Ich muss da hin. Da ist der nächste Stein. Okay, keiner da. Dann nehme ich den einfach mal mit. Runenstein des Wals. Wo sind hier eigentlich Wale? Okay. Der macht jetzt irgendwie fiesen Elektrozauber. Da gehe ich mal lieber ein bisschen weiter weg. Okay, das überlebe ich so nicht. Und ich bin tot. Oh Mann. Okay, der hat Schock. 597 Punkte, Donnerscharge. Ah, eure ausgerüsteten Gegenstände verlieren 10% ihrer Haltbarkeit, wenn ihr sterbt. Da ist es natürlich nicht so angenehm. So, ich kann wieder nicht sprinten. Aber ich gehe einfach mal wieder den Weg hier rüber. Das war schon ein schwierigerer Gegner. Gerade eben.
Okay, da unten ist wohl einer. Ah ja, da drüben ist noch der dritte Schrein. Oder dieser Runenstein. Aber da wird jetzt wahrscheinlich auch gleich wieder der Typ spawnen, der den bewachen soll. Vielleicht kann ich den nehmen, bevor es soweit ist. Tschüss. Ach so, da rennt er einfach wieder zurück. Das war interessant. Na gut, mir soll es recht sein. Der bewacht da wieder den Stein. So, wo muss ich denn jetzt die Dinger platzieren? Da oben wahrscheinlich. Okay. Nur ein Gegner? Kann das sein? Okay, jetzt wollte ich den ranholen. Jetzt hat der das für mich gemacht. Mir soll's recht sein. Ah, okay. Hier ist der Eingang. Da ist der Schlange. Da ist das Wals. Okay, da macht er sogar so eine Kniebewegung. Naja, und jetzt geht es wahrscheinlich in eine Instanz. Ah, ist das weit den Leichnam des Priesters? Okay. Das ist er ja wieder. Einmal im Zentrum meiner Macht. Ich bin ein Gespenst, ein bloßer Schatten, gezwungen zuzusehen, wie ein Nekromant meinen Körper schändet. Tötet ihn! Okay, ich versuch's. Ich versuch's vor allem, ohne dabei raufzugehen. Ist hier noch was? Nee, da ist nur der Ausgang. Aber das Bücherregal kann ich durchsuchen. Ach du liebe Zeit. Rislav der Rechtschaffene, Teil 1. Boy, da kann man noch so richtig tief einsteigen. Das ist eigentlich schon ziemlich geil. Aber das kann ich jetzt natürlich nicht machen im Let's Play. Na gut. Aber gut zu wissen, dass es sowas auch gibt.